Was geht schon? Einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für ein Kann-ich-Vertrauen-Video. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, wie ich das Video genannt habe, weil ich es schlecht Kann-ich-allen-Vertrauen nennen kann. Das ist aber eigentlich die Intention. Meine lieben Freunde, heute geht es um das Buch The House of the Cerulean Sea oder so auf Deutsch. Heißt es Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Leute, let me tell you. Jeder Mensch liebt dieses Buch. Ich habe nicht einen Menschen gesehen, der diesem Buch nicht mindestens 4 bis 4,5 Sterne gegeben hat. Niemanden auf der Welt. Ich glaube nicht, dass es diese Menschen gibt. Ich meine, ja, es gibt diese Menschen. Da geht es aber um den Autor. Und die haben dann das Buch schlechter bewertet, weil sie aufgrund von etwas, was der Autor gemacht hat, die wollten halt Konsequenzen zeigen. Ich glaube, es ging darum. Ich habe jetzt auch nicht die mega Ahnung, ne? Aber ich glaube, dass der Autor in einem Interview gesagt hat, dass er sich für die Geschichte inspirieren hat lassen von Schulen, Residential Schools oder sowas. Also Schulen, die Einheimische, sagt man das so? Also die halt Indigenous People von Amerika genommen haben und in diese Schulen geschickt haben, wo es denen logischerweise dreckig ging, überhaupt nicht gut. Und ich glaube, dass der Autor gesagt hat, dass er sich davon hat inspirieren lassen und er wollte das in ein magisches Setting setzen. Keine Ahnung. Wenn ich lügen sollte, dann tut mir leid. Ich versuche, ein Video von Jess Owens zu verlinken, falls ich es finden sollte. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das sind die einzigen Menschen, die ich gesehen habe, die das Buch schlechter bewertet haben. Das hat aber nichts mit dem Buch an sich zu tun. Alle anderen, die das Buch gelesen haben und nichts von dem Autor wissen oder die das nicht so interessiert, haben das Buch unfassbar gut bewertet. Und das kann ja nicht sein, dass es ein Buch gibt, was einfach universal geliebt wird. Alle Leute sagen, das ist wie eine Umarmung, das ist wie nach Hause kommen, das ist einfach ein schönes Gefühl, dieses Buch. Wow. Und ehrlich gesagt, ich wollte es schon immer lesen, aber ich habe immer Angst, wenn alle etwas lieben. Weil erstens will ich will nicht einfach mit der Masse mitschwimmen. Und andererseits will ich auch nicht gegen die Masse schwimmen, nur um dagegen zu schwimmen. Und dann will ich mich einfach zurückziehen. So, aber da es im Mai, was die Bucketliste angeht, ja darum geht, dass jemand anderes entscheidet, was ich lese, habe ich meine beste Freundin gefragt. Und eigentlich habe ich ihr gesagt, such dir mal, also guck dir mal meinen Sub an und entscheide da. Und sie so, ich habe einen anderen Wunsch. Und ich so, okay, was denn? Und sie so, ja, Mr. Parnassus. Und ich so, okay. Das heißt, ich leihe mir das Buch von ihr, deswegen habe ich das jetzt auch hier nicht. Ich will es mir kaufen irgendwann, vorausgesetzt, ich finde es gut. Aber gerade haben andere Bücher Priorität und deswegen leihe ich mir das von ihr. Ich habe es also momentan noch nicht. So, und dementsprechend ist das ja auch mein Bucketlistenbuch. Ja, sie hat den ganzen 5 Sterne gegeben, ist sich aber unsicher, was ihre Meinung angeht. Ich glaube, sie fand es halt mega, aber ich weiß nicht, ob sie das Gefühl hatte, sie musste 5 Sterne geben. Mal gucken. Deswegen will sie ja meine Meinung hören und deswegen hat sie sich für dieses Buch entschieden. So, ich würde sagen, ich lese euch den Klappentext vor. Ein modernes Märchen über die Suche nach der eigenen Identität. Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des Jugendamtes, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Linus' eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er das Waisenhaus eines gewissen Mr. Parnassus genauer unter die Lupe nehmen soll. Kaum dort angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Parnassus' Schützlinge eher etwas speziell sind. Einer von ihnen ist möglicherweise sogar der Sohn des Teufels. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens. Ja, das Ganze ist auch LGBTQ+. Ich glaube, es gibt eine Liebesgeschichte zwischen Linus und dem anderen Typen. Und ja, ich glaube, es wird gut. Alle Leute lieben Lucy, ist der Antichrist, glaube ich. Alle lieben ihn. Mag er nicht Schleim oder Violinen oder irgendeine komische Liebe hat der Junge. Keine Ahnung. Ja, das ist also das Buch für Today. Ach so, und nicht nächsten Monat, aber darauf im Monat soll es wieder um eure Empfehlungen gehen. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich lesen soll. By the way, ich möchte das hier nochmal klar machen, weil ich nicht weiß, ob ihr mir Sachen in die Kommentare schreibt, von denen ihr einfach nur meine Meinung hören möchtet oder von denen ihr wirklich glaubt, dass ich sie mögen werde. Deswegen hier nochmal das Appell. Bitte Sachen, von denen ihr glaubt, dass ich sie mag. Ich meine, wenn ihr noch dazu meine Meinung dazu hören möchtet, ist das natürlich perfekt. Aber bitte Sachen schreiben, von denen ihr wirklich glaubt, dass ich sie lieben könnte. Okay? Okay. Das war's. Dann werden wir uns sehen, wenn ich das Vloggen beginne. Dauert jetzt noch eine Weile und ja, bis gleich. Hallo, meine werten Freunde. Vorweg, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen low energy in diesem Update bin. Es ist so, dass ich heute mich sportlich betätigt habe. Ja, Leute, ich bin einen Berg hochgegangen und das mache ich jetzt jede Woche, einmal die Woche. Jetzt schon auch länger. Aber heute bin ich sehr müde. Ich bin sehr, sehr müde. Naja, Full Transparency. Dass ich das Intro gedreht habe, ist jetzt original 3 Wochen mindestens her. Ja.
Und bevor ich jetzt mich endlich hier rangesetzt habe, habe ich auch die letzten 5 Tage nicht gelesen. Von daher, ja, mein Leseleben, es geht wieder drunter und drüber, aber was willst du machen? Ich habe jetzt endlich Mr. Parnassusheim für magisch Begabte angefangen. Ich bin so weit, das ist Seite knapp 150. Und ich bin hier, um meine Meinung mit euch zu teilen. Also, was kann ich sagen? Erstmal ganz grob, worum es geht. Es geht um Linus. Er ist mehr oder weniger beim Jugendamt am Arbeiten. Und er gehört zu der Abteilung, die sich für magisch begabte Minderjährige einsetzt. Und seine Aufgabe ist es halt, in Waisenheime zu gehen und zu... Waisenheime? Waisenhäuser? Ich weiß es nicht. Zu gehen, um zu gucken, ob es den Kindern dort gut geht und so weiter und so fort. Und viel anderes macht er nicht. Sein Leben ist relativ eintönig und so ist das auch ganz okay. Ja, und am Anfang der Geschichte kriegt er einen Auftrag, und zwar zu Mr. Parnassus oder wie auch immer dieser Mann heißt, Heim für magisch Begabte zu gehen. Da vielleicht der Antichrist rumgammelt. Ja, und Linus soll halt gucken, ob alles okay ist, ob es den Kindern gut geht. Und ja, der Typ, der das Heim leitet, ist auch ein bisschen wilder. Von daher sollte da auch mal ein Auge drauf haben. Das ist mehr oder weniger, worum es geht. Meine Meinung, bisher ist es okay. Also die ersten 100 Seiten waren halt okay. Dazu müsst ihr wissen, habe ich ja schon im Intro gesagt, dass ich wirklich nicht eine negative Meinung hierzu gehört habe. Nicht eine einzige. Und dementsprechend hoch waren meine Erwartungen natürlich. Meine beste Freundin, die mir das Buch empfohlen hat, oder beziehungsweise die ausgesucht hat, dass ich das Buch lese, hat dem auch 5 Sterne gegeben. Von daher, meine Erwartungen waren sehr, sehr hoch. Und ja, was soll ich sagen? Bisher wurden sie weder enttäuscht noch erreicht. Es ist halt okay. Also die ersten 100 Seiten, wie gesagt, waren halt in Ordnung. Da haben wir die Kinder noch nicht kennengelernt und alle sagen, okay, sobald man die Kinder kennenlernt, geht's los. Ich finde Linus okay. Er ist jetzt nicht meine Art von Charakter, aber er kann mir auch noch ins Herz wachsen. Also er hat jetzt nichts gemacht. Ab und zu finde ich das Buch ganz funny. Aber wie gesagt, die ersten 100 Seiten waren so eine Sache. Und dann kommen die Kinder. Und ja, ich gebe ja zu, sie sind süß. Ich gebe sie zu. Ein bisschen süß sind die. Ein bisschen süß sind sie. Ich kenne sie jetzt noch nicht so gut. Und ich hoffe, dass deren Besonderheiten jetzt nicht zu so einem Dauerding werden, wisst ihr? Und ich glaube, das wird kommen, weil diese lustigen Sachen finde ich jetzt momentan lustig, aber wenn die jetzt in jedem Kapitel immer wieder passieren, das ist so eine Sache. Aber ich habe Vertrauen, alle lieben sie und ich bin jetzt auch positiv gestimmt, weil ich die ebenfalls süß finde. Arthur, ich weiß es nicht, also den Mr. Parnassus finde ich bisher auch sympathisch. Ich bin gespannt, da ein bisschen mehr über ihn zu erfahren. Und die beiden zusammen finde ich eigentlich auch ganz süß, weil es eine May-May-Liebesgeschichte ist. Ja, also wie gesagt, bisher ist es halt in Ordnung. Bei 5 Sternen sind wir nicht, aber eine 4 könnte es werden. Und je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, hat es vielleicht potenziell für eine 5. Weiß ich jetzt nicht. Das war's. Ich hoffe, ich setze mich morgen dran. Ich meine, ich hoffe nicht, ich werde es tun. Und morgen bin ich, glaube ich, wenn ich mich bei euch melde, bei so Seite 260 ungefähr. Ja, das war's. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Das tun wir. Das ist eigentlich Schluss mit mir. Bis dann. Hi, hier bin ich. Ja, ich sehe komplett aus wie gestern. Es ist, als hätte ich mich nicht wegbewegt. Aber ich habe ein ganzes Leben gelebt. Ich habe den Vorgarten gemacht. Ich war draußen mit dem Kätzchen. Ich habe natürlich gelesen. Ich habe YouTube geguckt. Ich habe gegessen. Ich habe geschlafen. Ich habe all diese Dinge gemacht. Und es sieht so aus, als wäre alles gleich geblieben. Aber ihr müsst mir einfach vertrauen, wenn ich sage, es ist ein ganzer Tag vergangen. Also ich habe gelesen. Bin so weit. Das ist ein bisschen über die Hälfte. Und ja. Ich meine, von vornherein war mir klar, dass ich dieses Buch für dieses Format hier lesen werde. Ne? Ist ja klar. Jeder liebt es. Aber ich merke, dass das Buch sich einfach nicht so anbietet für dieses Format, weil ich habe wenig bis gar nichts zu sagen. Es ist gut. Bin ich in love? Nein. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Wir wissen es nicht. Ja, ich habe einen Kritikpunkt. Der hat aber nichts mit dem Buch zu tun, sondern mit allen Menschen, die das Buch jemals gelesen haben. Jedes Mal, wenn ich Gespräche über dieses Buch mitkriege, reden die Menschen über Lucy, also Lucifer. Alle reden über ihn und sagen, oh, er ist so süß und oh, ich liebe ihn so sehr und bla bla bla. Ja? Und ganz ehrlich, ihr dürft eure eigene Meinung haben. Wenn ihr ihn liebt, liebt ihn. Ist mir doch egal. Aber wie kann jeder Mensch über Lucy reden, wenn es Cell gibt? Oh, der ist einer der anderen Kinder. Und also, ich liebe ihn. Ich liebe Cell. Und Theodore liebe ich auch. Aber Cell ist einfach das beste Kind der Welt. Und ich meine, Lucy hat ja auch seinen Charme, I guess. Mich nervt er ein bisschen mit seinem, komm, lass uns alle töten und so. Aber naja, das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Ich habe meine Freundin gefragt und sie meinte halt, das ist halt sein Ding. Naja, ich fand, das war halt die ersten 2-3 Mal lustig. Und jetzt langsam denke ich mir, aber naja. Cell, he's my child.
Er ist das Süßeste, ich liebe ihn. Er taut langsam auf. Ich finde, er ist todessüß. Und bei ihm hätte ich auch fast schon geweint, weil ich einfach mit ihm mitfühle. I think he's the cutest. Und wie Linus mit ihm umgeht, oder Linus, je nachdem, finde ich komplettermaßen süß. Komplettermaßen süß. Ja, also ich bin ein Riesenfan von Cell. Selbe gilt für Theodore. Ich liebe ihn. He's a cutie. Ja, und alle anderen sind für mich halt einfach da. Ich mag Arthur. I guess. Ich finde die beiden eigentlich ganz süß zusammen, also Arthur und Linus, aber ja, und ich finde die Story, die vergeht halt sehr so schleppend und ich weiß halt nicht, ob das Buch fast 500 Seiten haben muss. Ich wage das zu bezweifeln, aber ich finde den Schreibstil sehr angenehm. Von daher machen sie daraus, was sie absolut wollen. Es ist halt okay. Es steht bei so einer schwachen 4, würde ich sagen. Vielleicht auch eine gute 4. So eine mittelmäßige 4, sagen wir das. Ja, ich werde morgen ein bisschen über 100 Seiten lesen, glaube ich, und dann melde ich mich wieder bei euch. Mehr habe ich nicht zu sagen. Über die Entwicklung habe ich nichts zu sagen. Und das war's eigentlich. Ja, wir sehen uns gleich. Hi, gepriesen sei der Tag. Ich habe ein neues Oberteil an. Mensch, Leute. Extra für euch. Extra für euch habe ich das gemacht. Ja, mein Update zu Mr. Parnassus Haus für magisch Begabte. Ich habe ja ein ganz, ganz großes Problem mit dem Namen des Buches. Ne? Ich bin so weit. Das sind noch knapp 106, 107 Seiten. Und dann bin ich durch. Was habe ich euch zu sagen? Lese ich noch einmal das allerhöchste Management, weine ich. Ich weine dann, weil es ist einfach, es ist so ein langer Begriff und der wird nicht abgekürzt. Es ist immer das allerhöchste Management. Und auf der anderen Seite denke ich mir, es darf auch nicht abgekürzt werden, weil Behörde für, wie heißt es? Die Behörde für die Bewahrung, ja genau, die Behörde für die Bewahrung magischer Minderjährige, I don't know. Dafür ist auf jeden Fall, das ist abgekürzt zu BBMM. Und das stört mich auch. Von daher, also das hat nichts mit dem Buch zu tun. Das bin ich selber. Das bin ich selber, die das nicht mehr lesen will. Aber gut. Ja, was kann ich euch sagen? Ich habe ein Dilemma entdeckt. Ein Dilemma, meine lieben Freunde. Und zwar habe ich gleichermaßen das Gefühl, das Buch ist zu lang und das Buch ist zu kurz. Ich werde versuchen, es sinngemäß zu erklären. Ich finde, dieses Buch ist zu lang. Es hat fast 500 Seiten. Und ich denke nicht, dass diese Story 500 Seiten haben muss. Sie beansprucht nicht diese Länge, meiner Meinung nach. Gleichzeitig finde ich, ist das Buch nicht lang genug. Was habe ich eigentlich hier? Warum sehe ich überhaupt aus, als wäre ich aus dem Müll gekrochen? Ist ja egal. Also inwiefern glaube ich, das Buch ist zu kurz? Ich habe das Gefühl, die Entwicklungen gehen sehr schnell. Also so Linus' Anbandlung mit Arthur und Linus' Anbandlung mit den Kindern und mit Zoe. I'm like, it's just 3 weeks. Und ich verstehe, die Kinder sind süß. Ich meine, Cell hat mich komplett um den Finger gewickelt und ich habe nur 400 Seiten mit ihm verbracht. Habe ich überhaupt gesagt? Habe ich euch gesagt, auf welcher Seite ich bin? 366. Ja, also mir geht das zu schnell. Also ich meine, das mit Arthur verstehe ich vielleicht, weil der arme Linus ist allein und der will doch nur Liebe. Das verstehe ich. Aber das mit den Kindern und so und dass er seine komplette Meinung auf den Kopf stellt, ich meine, ich bin ja der festen Überzeugung, dass es eine gute Sache ist, aber wisst ihr, was ich meine? Es ist eine komische Mischung. Ich finde, die Zeit hätte man anders nutzen können, aber ich weiß nicht genau, wie anders man das hätte machen sollen. Dann finde ich, ist dieses Buch unfassbar berechenbar. Ich glaube nicht, dass das Buch versucht hat, nicht berechenbar zu sein. Ich glaube schon, dass es berechenbar sein sollte. Aber bisher hat mich noch gar nichts überrascht. Also gar nichts. Gar nichts. Und ich habe gestern mit meiner Freundin geredet und ich so, ich weiß, was in den nächsten 100 Seiten passieren wird. Und es ist in den nächsten 100 Seiten passiert. Also von daher, na. Jetzt gerade haben wir auch was über Arthur herausgefunden. And I was like, I called it since like the first beginning. But okay. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Und ich verstehe, warum Leute es mögen. Ich glaube, das ist so ein Buch, das musst du zur richtigen Zeit lesen. Und wenn du es zu einer Zeit liest, wo du einfach nur Liebe brauchst, ich glaube, dann ist das Buch super. Aber ich glaube, ich brauche momentan keine Liebe. Kontrovers, kontrovers. Naja, das ist also mehr oder weniger meine Meinung. Ich werde mich morgen nochmal melden, wenn ich so meinen ersten Abschnitt gelesen habe, so circa 50 Seiten. Und dann werde ich auch schon das Outro drehen. Ihr wisst, wie das hier läuft, ne? Es ist okay. Ob eine 4 noch drin ist, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es ja dann erfahren. Hi, ja, ich hatte euch noch ein Update versprochen. Dieses habt ihr nicht bekommen. Es war so, nach 50 Seiten habe ich halt einfach gemerkt, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Dementsprechend habe ich euch nicht nochmal geupdatet und das Buch dann vor
Stimmt, vor 2 Tagen beendet, was vollkommen in Ordnung ist. Ich bin voller Stolz. Und jetzt bin ich hier, um meine endgültige Meinung mit euch zu teilen. Erstmal will ich mich entschuldigen, weil ich wirklich, also ich meine, ich habe ja schon in einem anderen Clip gesagt, dass ich dieses Buch, also ich wusste von Anfang an, dass ich dieses Buch vloggen würde. Aber es war einfach kein gutes Buch zum Vloggen. Also es tut mir leid, ich habe keine tiefgründigen Gedanken hierzu gehabt und ich habe auch keine tiefgründigen Meinungen dazu. Dementsprechend tut es mir leid, wenn die Vlog-Portion hier in diesem Video sehr lackluster war. Es tut mir leid, ich werde Besserung geloben. Also, endgültig hat dieses Buch 3,5 Sterne von mir bekommen. Ich habe auf Goodreads aufgerundet. Das Ende war halt genau das, was ich halt schon habe kommen sehen. Ich finde, dieses Buch ist absolut vorhersehbar. Nichts an der Story hat mich überrascht. Gar nichts. Das muss aber auch nichts Schlechtes sein. Ich glaube, wer dieses Buch zur Hand nimmt, weil er weiß, oh, das hier ist einfach nur eine schöne Reise von einem Mann, der Verständnis lernen muss und dass Diskriminierung nicht gut ist und der sich von seinen Fesseln so ein bisschen befreien muss und der Liebe findet und so weiter und so fort. Wer das weiß, ich glaube, dir wird dieses Buch gut gefallen. Wer sich danach auf die Suche macht und dieses Buch findet, dem wird das Buch gefallen. Ich glaube auch, dass eine Person, die das zum richtigen Zeitpunkt zur Hand nimmt, es gibt keinen Grund, dieses Buch nicht zu mögen. Aber das ist halt nicht das, was ich in meinen Büchern unbedingt suche. Vielleicht ist das auch nicht der richtige Zeitpunkt für mich und dieses Buch gewesen. Ich hatte ja vor dem Anfang dieses Buches, hatte ich ja 5 Tage nicht gelesen. Und dann musste ich mich zwingen, endlich weiterzumachen. Und habe dann zu diesem Buch gegriffen, weil ich halt das Video hier fertig machen musste. Und ich glaube, es wäre uns allen besser gegangen, wenn ich es noch ein bisschen aufgeschoben hätte. Ich finde halt so ein bisschen Substanz fehlt, was jetzt sehr gemein klingt, weil okay, die Message ist schön, diskriminiere nicht. Auch Leute, die vielleicht nicht so ganz ins normale Raster passen, sind tatsächlich auch Menschen. Man sollte sie mit Respekt behandeln. Ja, absolut, da habt ihr meine absolute Zustimmung, Leute. Aber das reicht mir halt nicht für fast 500 Seiten. Ich muss auch sagen, dass sofort, als ich dieses Buch angefangen habe, war ich der festen Überzeugung, dass wir herausfinden würden, was mit den Kindern passiert, deren Heime geschlossen werden, okay? Und ich bin zu meiner besten Freundin gegangen, die das Buch ja schon gelesen hat, die es mir auch für dieses Video hier zur Verfügung gestellt hat. Und ich habe ihr gesagt, 100% passiert das und das. Ich werde natürlich nichts vorwegnehmen, weil ich will ja nichts spoilern. Und meine Freundin hat mich angeguckt und ich dachte, anhand ihrer Reaktion ablesen zu können, ja, genau das wird passieren. Und es ist halt nicht passiert. Und einerseits freut es mich, weil es sehr dunkel gewesen wäre und weil es dem Vibe des Buches einfach was genommen hätte. Und ich glaube, dass Leute, die halt hier einfach nur eine fluffige Geschichte sehen wollen, die wären hart enttäuscht gewesen, wenn das, was ich gedacht habe, wirklich passiert wäre. Aber dadurch, dass es halt nicht passiert war, saß ich halt am Ende da und habe gedacht, das ging ja um gar nichts. Das ging ja um gar nichts. Und meine beste Freundin so, ja doch, Diskriminierung. Und ich sag, ja. Ja, Diskriminierung. Aber 500 Seiten lang... Also ich finde auch nicht, dass das Buch sich gezogen hat oder so. Also, don't get me wrong. Ich habe jetzt nicht geheult, sobald ich das Buch zur Hand nehmen musste und habe den ganzen Tag traurig verbracht, weil ich wusste, oh nein, ich habe noch 50 Seiten von dem Buch. So ging es mir nicht. Ich habe die Zeit, die ich in dem Buch verbracht habe, die war okay. Aber jedes Mal, wenn ich halt fertig war mit meinen Seiten, habe ich mir gedacht, wie viel weit haben wir die Story jetzt gerade gebracht? Gar nicht mehr so weit. Und dann habe ich ja schon in einem anderen Clip angesprochen, dass ich... Gleichzeitig finde ich das Buch zu kurz, weil ich finde, dass die Erkenntnisse, die der Protagonist hat und die Entwicklungen, die er mit sich macht, die gingen mir dann doch zu schnell für die kurze Zeit, die er halt dort verbracht hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mir auch gedacht, dass er mehr mit Lucy bonden würde. Habe ich gedacht, weil halt alle den so in den Himmel loben und alle lieben Lucy. Ich finde tatsächlich, der hat am meisten mit Cell gebondet. Was ich auch toll finde, weil er war mein Lieblingskind. Aber ich weiß es nicht. Ich finde... Manche Kinder sind mir irgendwie zu kurz gekommen und ich verstehe auch, dass sie alle so ihren Stick hatten. Also, dass Lucy die ganze Zeit meinte, ich töte euch alle und Talia wollte auch immer alle töten und Chauncey wollte Page werden und sowas. Ich verstehe schon, warum die das hatten, aber ich finde, da war nicht sehr viel mehr hinter. Und ich weiß nicht, ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr Tiefgang erhofft. Keine Ahnung, vielleicht war meine Erwartung auch einfach falsch. Wie gesagt, 3,5 Sterne, ich habe aufgerundet, ich verstehe den Hype, ich verstehe, warum so viele Menschen dieses Buch mögen.
aber meins ist es nicht. Ob ich das andere Buch von dem Autor, ich meine, der hat noch mehrere andere Bücher, aber das, was so in dieser Vene ist, dieses Under the Whispering Door oder so, ob ich das lesen werde, bin ich mir unsicher. Ich glaube, wenn meine beste Freundin das kauft und liest, dann werde ich es mir snitchen und auch lesen. Aber ich werde mir dieses Buch hier nicht nachkaufen. Ich brauche es nicht in meinem Leben und ich glaube auch nicht, dass es etwas ist, was hängen bleiben wird. Bin ich trotzdem froh, es gelesen zu haben? Ja, weil ich wissen wollte, was dahinter steckt. Empfehle ich es? Ja, weil alle Leute es lieben und nicht jeder ist so Blut- und Kriegversessen wie ich. Nicht jeder ist so. Und ich glaube, wer halt einfach eine ruhige, nette Fantasy haben will, für den ist das auf jeden Fall was. Für mich nur einfach nichts. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist okay, dass jetzt das Outro ein bisschen länger ist als normalerweise, aber mir ist halt einfach aufgefallen, dass während den Vlog-Portionen des Videos, ich sag halt nicht viel. Von daher, ja, haben wir es jetzt so gemacht. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu sagen habt, ob ihr das Buch auch gelesen habt, ob ihr in den Hype reinfallt, ob ihr von den Kontroversen des Autors mitbekommen habt. Wie gesagt, ich werde alles geben, um Jess Owens Video über dieses Thema unten zu verlinken. Ja, und schreibt mir auch gerne, ob ihr meine Kritikpunkte versteht. Das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Bye!